Das Jahr 2020 war für uns alle ein herausforderndes Jahr. Für die Kinder in der Schule, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von vielen Unternehmen insbesondere, aber auch für diejenigen, die in der Pflege dabei waren, für die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch ganz besonders für die älteren Menschen, die in diesem Jahr weniger soziale Kontakte haben durften, als das in der Vergangenheit der Fall war. Trotzdem blicke ich zuversichtlich in das Jahr 2021. Ich glaube, durch harte Maßnahmen jetzt bei der Pandemiebekämpfung, durch einen Impfstoff, durch bessere Tests, werden wir 2021 da auch wieder rauskommen und ein gutes Jahr haben. Und deswegen wünsche ich Ihnen, wünsche ich Ihren Familien ein gutes Weihnachtsfest. Erholen Sie sich gut, tanken ein wenig Kraft und 2021 kämpfen wir dann gemeinsam für eine bessere Zukunft. Was ich mir wünsche fürs nächste Jahr, dass der Optimismus, den wir bereits in uns tragen, im nächsten Jahr wirklich groß geschrieben wird, dass das umgemünzt wird in Zuversicht und wir wieder positiv nach vorne schauen, Stichwort Impfung, Stichwort Medikamente und vieles mehr. Dann wird es auch der Wirtschaft wieder gut gehen und dem Mittelstand. Und sportlich wünsche ich mir, dass der SC Paderborn wieder mitspielt um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. 2020 war ein Jahr enormer Herausforderungen. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür und wir wünschen uns dieses Fest der Liebe und der Geborgenheit im Großen mit unseren Familien und Liebsten zu feiern. Aber ich glaube, wir müssen in diesem Jahr ganz besonders auch im Kleinen innehalten. 2021 stiftet Hoffnung und Mut und dafür wünsche ich Ihnen, Ihren Liebsten und Ihren Familien alles, alles Gute. Bleiben Sie beschützt und gesund. 2020 war ein herausforderndes Jahr, vor allem für die Familien in unserem Land. Und auch wir Abgeordnete haben natürlich Familien und auch für uns war es manchmal ganz schön stressig. Umso mehr freue ich mich jetzt auf ein paar ruhige Tage über Weihnachten und Silvester. Ich blicke zuversichtlich ins nächste Jahr, denn wir haben vieles auf den Weg gebracht, was uns dazu hilft, die Corona-Krise zu bewältigen. Und das gibt mir Mut und Zuversicht und diesen Mut und diese Zuversicht wünsche ich auch Ihnen. Genießen Sie die Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. In den Weihnachtsfeiertagen freue ich mich, dass wir feiern können im engsten Familienkreis. Und Ihnen allen wünsche ich auch schöne Weihnachtstage und genießen Sie diese Weihnachtstage mit einem guten Tropfen deutschen Wein, wo wir hier im Deutschen Bundestag das Weingesetz neu beschlossen haben. Hasse. 2020 wird als Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Aber es war so viel mehr. Insbesondere hat sich gezeigt, welcher Zusammenhalt in unserem Land möglich ist. Besonders hervorgetan haben sich unsere ehrenamtlich Tätigen. Und deshalb bin ich froh, dass wir in diesem Jahr als CDU-CSU-Bundestagsfraktion insbesondere auch weitere Erleichterungen und Programme für das Ehrenamt auf den Weg gebracht haben. Und deshalb wünsche ich Ihnen allen und auch meiner Familie für das kommende Jahr Gesundheit, seien Sie behütet. 2020 war für alle ein herausforderndes Jahr. Und so wünsche ich uns allen, dass wir das Jahr 2021 mit Mut und Zuversicht beginnen und uns immer bewusst machen, dass wir gemeinsam noch vieles meistern und zusammen vieles schaffen können. In dem Sinne, alles Gute für 2021. Was war ein politischer Höhepunkt des zurückliegenden Jahres? Für mich als Innenpolitiker war es ganz klar die Wahlrechtsreform. Es ist wichtig, dass wir die Größe des Bundestages verkleinern und gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie zeigen, dass auch das Parlament Einschnitte vornimmt. Aber ganz klar, die christliche Botschaft des Weihnachtsfests, sie ist für uns auch Anlass für Freude, für Hoffnung und deswegen wünsche ich aus ganzem Herzen gesegnete Weihnachtsfeiertage. 2020 war ein wirklich mieses Jahr für die meisten von uns. Zu viele haben ihre Angehörigen oder Freunde verloren, einige auch ihre wirtschaftliche Existenz. Mir persönlich hat der soziale Austausch gefehlt. Ich bin gern unter Menschen und erlebe, was sie mir zu sagen haben. Aber es war auch großartig zu sehen, was für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt wir haben. Und genau das sollten wir ins nächste Jahr rüber retten. Wir haben einander. Deshalb wünsche ich euch allen jetzt
ein schönes Weihnachtsfest mit viel Zeit zum Nachdenken und ein gutes neues Jahr, auf das es besser wird. Das war für mich ein unwirkliches, unplanbares, ein verrücktes Jahr. Das Weihnachten in diesem Jahr wird ganz anders sein. Denn viele Gewohnheiten und viele Traditionen können wir ja nicht leben. Es wird ein anderes Weihnachten, vielleicht etwas komprimiert, vielleicht auch mehr online mit den anderen, aber sicher unvergesslich. Ihr könnt euch vorstellen, für uns alle war dieses Jahr 2020 zwar ein Schnapszahljahr, aber alles andere als wirklich so richtig gut, sondern eigentlich sogar ziemlich anstrengend. Aber umso froher bin ich ehrlicherweise, dass wir in unserer Familie mit unseren Zwillingen Anna und Konstantin trotzdem ein hoffentlich schönes Weihnachtsfest werden feiern können. Genau das wünsche ich euch natürlich auch, dass ihr mit den Menschen, die euch am liebsten sind, schön feiern könnt, dass Weihnachten einfach dieses Highlight ist und bleibt. In diesem Sinne gesegnetes Fest, Gesundheit vor allem und genießt es schlicht und ergreifend. 2020, was für ein Jahr. Herausforderungen, die wir so nicht kannten. Ich denke gerade in diesen Tagen an all die Menschen, die an Corona erkrankt sind, die auch gestorben sind, an ihre Angehörigen und auch an die Schwestern, an die Pfleger, an alle, die im Gesundheitssystem arbeiten. Und ich denke an die Menschen, die besonders unter der Last der Maßnahmen gelitten haben und wahrscheinlich noch lange leiden werden. Die Geburt Jesu Christi, das ist ein Fest der Hoffnung. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Alles Gute für das neue Jahr und vor allem bleiben Sie gesund. Ja, 2020 war wahrscheinlich mein Jahr genauso wie das für die meisten. Wir haben es uns alle anders vorgestellt, wir haben es uns sicherlich in den Grundzügen anders gewünscht und die Sehnsucht nach Weihnachten war zumindest bei mir noch nie so groß wie in diesem Jahr. Trotz allem bin ich dankbar, dass wir als Land gemeinsam so gut durch die Krise gekommen sind. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal besinnliche Feiertage, ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben, auch wenn es im ganz kleinen Kreise stattfinden wird. Frohe Weihnachten und dann sehen wir uns nächstes Jahr in voller Kraft wieder.